So, die nächste Frage, die vom gleichen Kunden an uns herangetragen wurde, auch in der großen Bank gewesen. Benutzerberechtigungen. Wenn jemand die Firma verlässt, zudem hat der Kollege, oder Benutzerberechtigung, wenn jemand die Firma verlässt, zudem hat der Kollege das Unternehmen verlassen und nun hat er die Rechte für den Space. Wie kann ich seine Benutzerrechte auf mich überschreiben? Muss ich da Administrator sein? Eigentlich ergibt sich die Frage bei einem professionellen System, das ja, sozusagen Sicherheit groß schreibt, und da gehört Confluence dazu, von selbst. Sie können selbstverständlich nicht einfach die Rechte von irgendeinem anderen Mitarbeiter auf sich überschreiben. Wenn das ginge, wäre das ja ein großes Sicherheitsproblem. Sie müssen Administrator sein, um die Möglichkeit zu haben, Benutzerrechte Benutzern zu entziehen oder erteilen zu können. Sie können auch als Administrator in Confluence Benutzern nicht sozusagen die Rechte von anderen Benutzern geben, sondern sie können nur gucken, in welchen Gruppen ist der denn drin, was für Einzelrechte hat der, und die können sie dann dem anderen Mitarbeiter auch erteilen. Insofern geht das generell nicht, aber als Administrator kann man natürlich dafür sorgen, dass sie auf den Bereich, auf den sie jetzt Zugriff haben müssen, auch Zugriff bekommen. Da müssen sie sich an die Administratoren, die für ihr Confluence-System zuständig sind, wenden, und die werden ihnen dann dabei helfen. Alles klar.